Freunde, Basti fällt am Start. Die Welt steht am Abgrund. Wir sind in Azeroth. Die Welt steht am Abgrund und wir müssen es klären. Rein ins Vergnügen. Das ist mein Paladin Amar zu finden auf der Aldor. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Wir müssen links in den Thronsaal und dann ein Portal nehmen. Und das machen wir auch. Schauen wir mal, das Portal ist zu unserer Linken. Ich bin außer Reichweite. Demnach überhaupt kein Thema für uns. Und da wollen wir mal reingehen jetzt. Einfach mal und schwupps, die Wups. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Das neue Addon steht an, Legion. Azeroth wurde attackiert von der brennenden Legion. Von den Dämonen. Und wir müssen etwas dagegen machen. Schauen wir mal, ob es crasht oder ob wir ankommen. Wir schauen uns um im wunderschönen. Schauen wir mal in die Ferne. Ich bin echt gespannt. Wir schweben über den Gebirgspass der Toten. Ne? Und wir müssen jetzt in die Mitte. Ich laufe mal ein bisschen schneller, weil hier herrscht Krieg. Wir nehmen das Reittier, mein schönes Pferdchen. Und dann gehen wir mal nachsehen, was uns hier. Wissen ist Macht. Entscheidend ist. Also Galahad steht unter Angriff der Dämonenhorde. Und hier ist der Werte Khadgar. Dalarans Teleportation beigewohnt. Die Legion droht uns zu übernehmen. Uns bleibt keine Zeit. Die arkane Schockwelle, die wir gleich auslösen, sollte massiv genug sein, um sie vorläufig in ihren elenden Dimensionen zurückzuschleudern. Das sollte uns Zeit verschaffen, unsere Kräfte zu sammeln und mit der Suche nach den Säulen der Schöpfung zu beginnen. Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Ich bin gespannt. Ich schweige jetzt mal, das gucken wir uns an. Am heutigen Tage wenden wir das Blatt. Am heutigen Tage erobern wir unsere Welt zurück und schicken die Legion wieder in die Hölle, aus der sie stammt. Unser Ziel ist klar. Die Säulen der Schöpfung erwarten uns. Auf den verheerten Inseln! Wow! Weg! Der portiert einfach mal eine ganze Stadt weg. Das ist der reinste Irrsinn. Der teleportiert eine gesamte Stadt einfach mal. Tschüss! Das ist verrückt. Braucht ihr Hilfe? Warten wir einen Moment, bis mein Charakter auftaucht. Abgesandter Altbrück. Den sprechen wir mal an. Ah, Mann, schön euch wieder auf dem Bein zu sehen. Die Mitglieder des Rats der Sechs erholen sich von den Strapazen. Die Intensität des Teleportationszaubers kann Orientierungslosigkeit hervorrufen. Anscheinend habt ihr kurz das Bewusstsein verloren, aber innen habt ihr euch nicht an einer Wand steckend wiedergefunden, als ihr erwacht seid. Dalaran wurde über die verheerten Inseln umgesiedelt. Von dort aus werden wir die Bemühungen leiten, um die Säulen der Schöpfung zu erlangen und die Legion endgültig von Azeroth zu vertreiben. Wir bekommen einen Ruhestein und ein foliantes Gemüt. Beruhigt den Gedanken und gestattet es euch für eine Minute außerhalb des Kampfes Talente zu ändern. Ah, cool. Das Licht sei mit euch. Mein Charakter ist noch. Ah, da ist er.
So, und jetzt muss ich mich um die anderen kümmern. Alles klar, danke. Champion, steht für uns an. Da hinten haben wir die Quest. Ich muss euch dringend sprechen. Da gehen wir dann auch gleich mal hin. Wir beschwören unser Reittier. Wir werden obsiegen. Oh. Ja, dann. Vortrefflich. Trefft mich auf Krasus Landeplatz, sobald ihr gerüstet seid. Alles klar, ja, wir müssen das ist es. Sie aufsuchen. Zum Schildhügel. Die Zeit drängt. Alles klar. Machen wir. Hier haben wir Tarvat abholen. Tarvat abholen. Auric Treue jetzt abgeholt. Und da haben wir noch eine Quest. Bin ich hier richtig gewesen? Nee. Ich glaube da rein. Wir haben geöffnet. Genau. Willkommen beim Juwelier Gartier und Co. Paladin. Ich kann das euch ansehen, dass ihr ein Kunde mit einem Auge für die Feinern seid. Das bin ich. Stellt euch nun vorsichtig. Timotons und Glasauge vor. Zeit ist Geld. Von der Lehre. Wunderbar. Bildet mich aus. Stellt euch vor, machen wir. Herr Mann, ich bin Smins. Ich betreibe Handel mit feinen Juwelierswaren, die tatsächlich Steinschleife überlassen. Ich, Tiffany. Wenn ihr nach etwas sucht, in das ihr eure Schätze einfassen könnt, sprecht. Das Licht segne euch. Sucht ihr was Bestimmtes? Stellen wir uns auch noch vor. Die Kunden kaufen nichts, wenn hier keine Steine liegen. So, guckt ihn euch an. Er ist halt ein Mann für die schönen Dinge. Okay, Quest beenden. Lebt wohl. Ehre dem König. Sammelt 5 Edelsteinsplitter für Tiffany Cartier. Edelsteinsplitter erhaltet ihr durch Sondieren von Roherz oder den Ankauf im Auktionshaus. Seid vorsichtig. Ein besonderer Ring. Sucht nach dem Schrein von Aldir am zerfallenen Palast in Azuna. Und lest euch die Legendenerzählung durch. Alles klar, Meister. Boah. 250.000, Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, das hätten wir. Jetzt müssen wir noch Trafford abholen. Wo machen wir den denn? Stehen die jetzt? Hallo? Auric Treu jetzt? Wir sehen uns. Tyrosus ist ein guter Kerl. Da sage ich nicht Auric. Nein. Es lauern zu. Ihr werdet zunächst drin an Krasus Landeplatz dort. Tyrosus hat mich geschickt. Vielleicht sind wir doch nicht allein, Tahu. Schauen wir, was Tyrosus zu sagen hat. Also, hopp, hopp, mach's gut. Wappenrock. Okay, haben wir das auch geklärt? So, was haben wir noch? Trabert abholen. Den haben wir da hinten. Auch wenn niemand uns hilft, müssen wir unsere Pflicht tun. Beten wir, dass da das, was vom Orden übrig ist, dafür ausreicht. Eigentlich mal gut aus, ja. Seid gegrüßt.
Möge Tyr euch lassen. Falls sich Hilfe auftreiben lässt, werden Efrina und ich kommen. Hallo, Travert. Oh, Morgenlicht. Coole Socke. Was führt euch hierher? Kommt zu Krasus Landeplatz. Schön, dass ihr es geschafft habt. So, wir setzen uns wieder auf. Und dann schauen wir mal, wohin uns die Reise führt. Seht euch das mal an. Wow! Zu euren Diensten. Wow, Freunde. Danke für eure Hilfe bei dieser Zusammenkunft, Amon. Gemeinsam sind wir stark. Legendäre Waffen. Unsere Versammlung hat einige unglaublich mächtige Waffen ausgemacht. Lest mal in Stillen mit. Geht, Brüder und Schwestern. Wir dürfen den Aschenbringer nicht vergessen. Als einer unserer größten Champions müsst ihr als Stimme der Vernunft fungieren und unseren nächsten Schritt bestimmen. Das mache ich doch gerne. Also Freunde, heilig ist, wenn ich jetzt den Paladin als kompletten Heiler spielen würde, um dann andere Leute zu heilen. Schutz ist, solange ich stehe an vorderster Front und nehme den ganzen Schaden auf mich und Vergeltung ist Schaden ausüben. Da ich mich als Schutzmann sehe, schaut euch mal diese Waffe an. Also, eine uralte Vrikul-Sage erzählt von einem Schild, der von Tyr selbst gefertigt wurde. Während des Kriegs der Winterskorn wurde er benutzt, um Lokrens Lügen aufzudecken, worin sich viele der Vrikul auf Tyrs Seite schlugen. Die letzte Ruhestätte des Schilds ist mit der Zeit in Vergessenheit geraten. Doch einige Gerüchte deuten auf jemanden hin, der die letzte Kapitel deiner Geschichte noch nicht kennen konnte. Nehmt euch in Acht da draußen. Ihr kennt vielleicht schon Oryk Treu. Sprecht mit Oryk Treu jetzt in Dalaran. Oryk hat Beweise für das mächtige Schild. Seid gegrüßt! Seit dem Sieg über den Lichtkönig habe ich viel Zeit in Ulduar verbracht und von Tyr erfahren. Und Oryk, wo haben wir ihn? Der einzige Titanenwächter, der sich gegen Lokens verraten. Dann erzähl mal. Eine Frühkuhl-Sage spricht von einem mächtigen Schild, den Tyr seinem Champion für die Schlacht angefertigt hatte. Meine Fähigkeiten lassen mich mit dem Verstorbenen sprechen. Vielleicht können wir den Helden dieser Sage direkt befragen. Ja, das hoffe ich. Mit eurer Hilfe haben wir eine Chance, das Artefakt zu finden. Wie geht es euch? Freut mich, dass ihr mitkommt. Ich wollte mich schon eine ganze Weile damit beschäftigen. Mit der Hilfe der Seher können wir es meiner Ansicht nach schaffen. Gerne. Befindet sich ein Portal. Trefft Oryk Treu jetzt auf dem Schildhügel im heulenden Fjord. Nochmals danke, dass ihr uns alles klar. Alles klar. Ihr habt den Sonnenläufer um Hilfe gebeten und hier bin ich. Möge euch meine Anwesenheit Erfolg bescheren, Oryk. Sehr gerne, Oryk. Hammer. So, wir setzen uns auf und reiten in den Tempel, um uns das Portal zu holen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ah, wunderbar.
Da sind wir auch schon im Tempel. Hier ist Reiten nicht möglich. Schaut euch mal diese wunderschönen Säulen an. Wow. Das ist wohl der Hammer. Und das ist wohl das Schild. Boah, das wäre der Hammer, wenn ich das Schild bekomme. Ricket. Ein Moment, hinter dem Portal erwartet euch ein tödlicher Fall. Geht nicht unvorbereitet hindurch. Oha, was erwartet uns jetzt? So, wir sind in den Tempel und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. So, such nach Orik Treuherz am Schildhügel. Das ist tatsächlich Alex Trase, ja? Okay, der könnte uns runterbringen eventuell. Ja, ich möchte mal. Nee, da ist doch ein Greif hier. Hier oben ist doch ein Flugpunkt, ne? Der ist ganz unten. Ich möchte nach ganz unten fahren. Schauen wir mal, wo es hingeht. Wir müssen auf jeden Fall zum heulenden Fjord. Ich habe ja noch einen Ruhestein bekommen. Schau dir mal an. Von hier aus können wir den Greifen nehmen. Derweil genießen wir ein wenig die gesamte Atmosphäre und das schöne Bild, das uns hier geboten wird. Sind natürlich alles Gegner unter unserem Level. In einer längst vergangenen Epoche haben wir hier einen bitter bösen Krieg ausgeführt. Gegen die Untoten, gegen den Lichtkönig, gegen den Prinzen, den ehemaligen von Lordaeron, Arthas Menethil. So, das Licht sei mit euch. Und da nehmen wir den Greif zum heulenden Für Fjord. Die Allianz. Finde ich ja klasse, dass man diese Gebiete hier einbezieht. So, auf geht's. Eine komplette Durchreise, bitte. Und wir genießen das schöne Bild, das uns hier geboten. Da, eine Zitadelle. Da hausen die Untoten. Ja. Wir fliegen über ihnen weg. Guck mal, da kann man sie noch sehen. Da unten lungern sie rum. Aber es gibt auch in diesem Bereich der Welt schöne Teile und da fliegen wir jetzt durch. Ist auch wunderbar stimmig. Kann man nicht anders sagen. Ich nutze mal den Moment des Fluges, um einen kleinen Schluck zu trinken. Idyllische Musik. Schaut euch mal diese Gegend hier an. Wälder, Lagerplätze, Schiffe, die andocken.
alles noch sehr naturbelassen. Und wir kommen immer näher zu Oryk. Das ist alles hier so ein bisschen, erinnert mich an, ich würde schon fast sagen, so Richtung Kanada, Schweden, wenn man es auf die reale Welt von der Landschaft her umsiedeln sollte. Sehr stimmig. Da unten ist er. Da müssen wir hin. Ach, es ist einfach schön. Egal, wo man hinsieht. Überall Details. Ich liebe sowas. Wer mag das nicht? Das muss man mögen. Landen wir hier, dann kann ich abheben. Alles klar, wir landen und heben direkt ab mit unserem eigenen. Und fliegen straight runter. Zum werten Oryk. Ach, schaut mal. Hier müssen wir aufpassen. Hier brennt es. Oha. Schnell weiter. Guck mal, das ist ja der Wahnsinn mit Seilbahn. Das ist ja der Hammer, ey. Sollen wir hier mal mitfahren aus Spaß? Komm. Wir setzen uns mal drauf in der Ego-Perspektive und sehen uns mal an. Seht euch das mal an, ey. Das ist doch der Wahnsinn. Ich bin begeistert. Habe ich so noch gar nicht wahrgenommen, auch wenn dieser Bereich des Spiels schon länger existiert. Wir ziehen die Fahrt komplett durch, aber heben dann jetzt ab. Zack, da hält er an. Ach, der fährt noch weiter. Wahnsinn. Ja, aber wir müssen weiter. Nutzt alles nichts. Oh, einer der letzten Gletscher überhaupt. Mein guter Freund der Simmel ist angekommen. Schaut mal, da gibt es den Lastenaufzug. Designed in einem Wolfsdrachenkopf. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Simon hat die Beta gespielt, der weiß, wovon ich rede. Ah, ist einfach geil, ey, Leute, oder? Schaut euch doch mal um hier. Da hinten die Sonnenstrahlen. Oder die Strahlen des Lichts halt. Und wir sind da. Jetzt müssen wir da ihn noch finden. Da seid ihr ja. Wo haben wir ihn? Dieses Land ist mir noch immer unheimlich. So viel Qual und Tod. Egal, fangen wir an. So, wir landen. Jawohl. Hallo? Lebt wohl! Fangen wir an. Die Reise gegen Oryk, das nimmt man gerne in Kauf. Ihr solltet selbst mal die Sage lesen, sie liegt dort drüben. Wir sind hier, um mit dem Geist von Vrykul zu sprechen, von dem ich gesprochen habe. Der mächtige Seher Tahu Weisenwind sollte in der Lage sein, seinen Geist zurückzuholen. Aber wir müssen ihn dazu bringen, mit uns zu kommunizieren. Sprecht mit Tahu, damit wir anfangen können. Wir sehen uns. Ich grüße euch. So, lasst euch das Ende der Geschichte vom Geist der Sagen erzählen. Bis ein anderer. Dann erzähl mal. Ich habe falsch eingestellt, wie lange das schon her ist, oder habe ich einen Stein in einem Teil mit der Schrift oder in irgendwo haben. Bestimmte Gräber werden von euren. Okay. Aha.
So. Findet das Grab der Held des Helden. Ist das Grab? Nee. Hätte ja sein können. Schauen wir uns mal weiter um. Findet das Grab des Helden. Hauen wir direkt mal die Spells hier raus. Stellt da für uns gar kein Thema dar. Gefunden. Ich beginne. Da haben wir noch ein Steinchen, ganz im Abseits. Ihr müsst euren Willen auf den Geist konzentrieren, während unser Freund uns erschallt. Dann schall los! Okay. Eure Sage gelesen. Wo habt ihr den Schild gefunden? Beenden, was ihr begonnen habt. Ruht in Frieden. Ihr seid von der Schande befreit. Danke für eure Hilfe, Taro. Sehr interessant. Das werde ich euch nicht vergessen. Es war mir eine Ehre, zu dienen. Ich muss zum Nätherlicht-Tempel reisen und der Konklave über unseren Erfolg berichten. Und wir wollen schnell zurück nach Dalaran. Ich werde euch dort treffen. Wir gehen zurück nach Dalaran, so wie er es sagt. Ich bin gespannt, ey. Wir brauchen auf jeden Fall ein Schild, um uns zu schützen gegen das Böse. Seid gegrüßt!
Auf Wiedersehen! Ich glaube, ich habe bereits eine Spur zu der Insel. In der Taverne war ein mächtiger Krieger, der auf der Insel den Sturm und ein Grab eines Vulkurs. Geht zur Schildruinsel in Sturmhain und beansprucht den Wahrheitshüter für euch. Auf geht's. Hier oben müssen wir. Ah, okay. Das ist ein ganz schönes Stück. Was wir da zurücklegen müssen. Kato! Schön, dass ihr es geschafft habt. Der Schild ist nahe. Ich spüre es. Ja, ich bin da. Los, suchen wir den Schild. Auf manche Kato von uns wartet noch ein Heiler Krieg. Weit und breit. Zum Glück gab es keine Warteschlange für seine Dienste. Das Grab ist da vorne. Gehen wir hinein und suchen wir den Schrein. Ihr geht voran, Champion. Okay. Ins Grab. Wunderbar halt. Wir besuchen den heiligen Boden mit eurer Gruppe fort. Er hat den ersten Schuss gemacht. Sie. Oh, Freunde, hoffentlich schaffen wir das. Da haben wir ihn. Boah. Und das sehen wir uns dann beim nächsten Teil an, der Einbruch in die Ruine, Freunde. Danke fürs Zusehen. So, dann wollen wir mal gucken, was uns da drin hat. Jetzt verreck ich hier. Ich fresse ja Schaden, oh mein Gott. Hast du Angst zu stimmen? Die machen ganz schön böse Aua. Aber wir haben ja einen Heiler dabei, wie ich gerade sehe.
durch den Wahlzüter durch. Müssen wir da durch jetzt? Ah, da darf ich nicht rein. Okay. Ich muss näher ran. Die wirken hier wohl diesen Luftzauber. Deshalb müssen wir sie einfach mal wegmachen. Etwas auffällig, oder? Was haben wir denn da? Diese Tafel besagt, wir müssen dem Blick der Tür standhalten. Jede Wette, dass das nicht angenehm wird. Versucht es doch mal. Ich bin außer Reichweite. Schützt euch mit Magie! So viel Schaden kann ich nicht heilen. Es geschafft. Besser als häufig in Asche zu enden, oder? Oh, noch eine Tafel. Dieser Champion ist geschmiedet. Boah. Unberührt vom Fluch des Fleisches. Vorsicht ist geboten. Ich bin nervös. Ich brauche mehr Mana. Ich grüße euch, Öffner der Türen. Ihr seid der Erste. Ich heim mich mal hoch. Der Kato macht's grad nicht. Ich bin Irgrim, Champion von Tür. Schauen wir, ob ihr des Schildes würdig seid. Oh, ein Ork. Oder sowas ähnliches. Lange habe ich gewartet, dass jemand sich als würdig erweist. Stellt euch mir, auf dass wir euer Herz prüfen. Lasst uns reden. Lasst uns beginnen. Ich hab ihn jetzt erstmal betäubt. Er starb! Geschützt durch das Eis! Im Moment im Griff. Ich wurde besiegt. Ihr seid wahrlich würdig. Tür würde er kriegt böse Aua von uns. Ich übergebe euch den Wahrheitshüter. Führt ihn gegen die Feinde Azeroths. Erst besiegt. Jawohl. Das ist richtig spannend, wollte ich sagen. Wow. Ich
bin müde. Mit einem würdigen Nachfolger endet meine Wacht. Kämpft für Recht und Wahrheit. Das ist mein Schild. Champion in Tyrs Namen. Wow. Schön, euch mit dem Schild zu sehen. Kato und ich werden Tyrosis in Dalaran Bericht erstatten. Und auf euch wartet draußen mein Hippogriff. Alter Falter, ey, das ist ja Wahnsinn. Kehrt nach Gdallaran zurück. Ich muss hier erstmal. Ich bin ja richtig geflasht. Schau dir mal dieses Schild an. Außen wartet ein Hippogriff auf mich. Wahnsinn. Schauen wir uns noch mal an, was das Schöne steht im Schwert. Ist er der Hypo? Och, wie süß. Dann mal auf. Auf nach Dalaran zurück. Also ich bin echt positiv überrascht. Das macht verdammt viel Spaß.